Ich hatte also nach ungefähr 3,5, 4 Jahren den Eindruck, dass die Arbeit bei Agfa abgeschlossen ist. Das Thema, das Arbeitsgebiet ist ja übersichtlich und irgendwann hätte man sich dann auch wiederholt. Und ich bin dann über eine Zwischenstation, die nicht sehr lange gedauert hat, zur BASF nach Mannheim gekommen. Firmensitz der BASF ist Ludwigshafen, unser Arbeitsort war Mannheim. Und zwar habe ich dort in der Abteilung Anwendungstechnik Magnetband gearbeitet, war dann zuständig für Kundenkontakte, wobei Kunden Rundfunkanstalten, Schallplattenstudios, Kassettenvervielfältiger, also Duplizierer waren, weniger Amateure. Das war eigentlich die Ausnahme. Und ich habe dort einen Teil meiner Tätigkeit, die ich bei Agfa hatte, nämlich das Herstellen von Informationsmaterialien, weitergeführt. Ich war dann als sozusagen Anwendungstechniker und technischer Schreiber. Im Englischen gibt es dafür den Begriff Technical Writer. Und das ist weitergegangen bis 1996, als ich eine sehr vorteilhafte Vorruhestandsregelung angeboten bekommen habe. Das steht im Zusammenhang damit, dass man so spätestens seit Einführung der CD ahnen konnte, dass das analoge Magnetband nur noch eine begrenzte Lebensdauer haben wird. Und wenn Sie einmal verfolgen, die Preise der CD-Abspieler und vor allem die Preise der aufnahmefähigen CDs, wie die vom teuren 40-Mark-Artikel zum 50er-Stapel für 9 Euro abgerutscht oder man müsste eigentlich sagen hochgerutscht sind, dann ist eigentlich ganz klar, dass das Magnetband mit seinen technischen, durchaus mit seinen technischen Nachteilen sich dagegen nicht mehr halten konnte. Man kann sagen, dass 1982 die Ära der Heimtongeräte, der Spulentonbandgeräte vorbei war. Im Studio hat es sich noch etwas länger gehalten. Da wird man, ja, kann man so sagen, dass also Mitte der 90er Jahre auch die Tonbandgeräte aus den Rundfunkstudios verschwanden.